Hier fällt gleich der Startschuss zum ersten Firmenlauf in Saarbrücken. Und es sind über 2.500 Läufer am Start. Unsere Kollegen Patricia und Hagen machen hier schon richtig Stimmung. Und wir sind gespannt, wer hier so das Rennen macht. Über 2.500 Läufer beim ersten AOK Energis Firmenlauf. Am 14. Juni fand der erste Firmenlauf in Saarbrücken statt. Den Startschuss gab Oberbürgermeisterin Charlotte Pritz um 18 Uhr. Die Strecke führte mitten durch das Herz Saarbrückens, vorbei am Staatstheater, dem St. Johanna Markt, über die Berliner Promenade bis hin zum Bürgerpark, in dem nach dem Lauf auch das große Sommerfest stattfand. Radio Saarbrücken als Medienpartner des Firmenlaufs war natürlich vor Ort und hörte sich bei den Läufern um. Tolles Event, tolle Stimmung, alles richtig gemacht. Okay, alles klar, Dankeschön. Für den Premierenlauf, denke ich, war es ein guter erster Firmenlauf. Wie war's? Anstrengend. Ja? Ja, sehr anstrengend. Sind Sie nächstes Jahr nochmal dabei? Nächstes Jahr bin ich nochmal dabei, natürlich. Okay, jetzt wird noch ein bisschen gefeiert hier? Jetzt wird hier noch ein bisschen gefeiert, na klar. Beim anschließenden Sommerfest sorgten unter anderem Jens Wagner, Ira Gazzi und Elisa Rauber für fantastische Stimmung bei den Läufern.